In Bleach gibt es viele starke Charaktere, darunter sind auch die Vize-Captains. Diese haben im Tausendjahr Blood War Arc sehr vieles geleistet, manche sogar mehr als ein Captain. Wer sind die stärksten Vize-Captains? Yo, was geht Leute, KingADB ist am Start. Heute gibt es mal wieder ein Bleach-Video, weil ihr cool seid. Wenn ihr weiterhin cool sein wollt, dann macht ihr 150 Likes voll und guckt das Video bis zum Ende. Das ist gut für den Algorithmus. Generell könnt ihr mich supporten, wenn ihr Like, Abo und Kommentar da lasst. Vielen Dank. Power Level. Bleach Vize-Captains. Let's get it! Wir betrachten die Vize-Captains unmittelbar nach dem 1000er Blood War Arc, das heißt direkt nach dem Krieg. Dies bedeutet, dass die neuen Vize-Captains wie Yuyu Yayahara, die im Hell Arc vorkommen, nicht dabei sein werden. Shojiro Sasakibe. Shojiro war der Vize-Captain der ersten Kompanie, die von Yamamoto angeführt wurde. Shojiro war ein Mann, der schon seit Jahrhunderten treu an Yamamotos Seite war. Er hat seinen Bankai schon vor Shunsuis und Okitakes Geburt gemeistert und das nur nach nur einem Monat. Vor 2000 Jahren wollte Shojiro unbedingt an Yamamotos Seite sein, aber dieser meinte dann, dass er erstmal seinen Bankai lernen sollte. Dies tat er auch, nach nur einem Monat hatten sie dann gekämpft. Shojiros Bankai manipuliert das Wetter, er kann mit seinem Bankai Kukugunryoriki Kyo Blitze abfeuern, die so stark sind, dass es an Yamamoto eine zweite Narbe hinterlassen hat. Sein Bankai wurde leider im Kampf gegen Driscoll Berchi geklaut. In diesem Prozess hat Driscoll ihn auch getötet. Yamamoto hat ihn aber gerächt. Driscoll benutzte schamlos das Bankai von Shojiro gegen Yamamoto. Dieser ließ sich einfach nur davon treffen und sagte, dass Shojiros Bankai viel stärker war. Shojiro ist laut Statements eine Legende, aber er hat keinen einzigen nennenswerten Kampf gewonnen. Er wurde im Soul Society Arc von Ichigo ohne Zanpakutō besiegt und wurde von Driscoll auseinandergenommen. Für einen, der mit einem jungen Yamamoto mithalten konnte, ist das schon ziemlich schwach. Oh, Maeda ist der Vize-Captain der zweiten Kompanie und Captain der zweiten Einheit der Spezialeinheit. Beide Einheiten werden von Zolfon angeführt. Er war zuletzt im Aranka-Arc relevant. Und Maeda konnte einen Aranka besiegen, nachdem er so getan hat, als ob er schwach wäre mit seinem Shikai Gugutsuburi. Auch konnte er Zolfon vor Vegas Schlag schützen. Im 1000er Blood War Arc hat er keinen Sternritter besiegen können. Isoru Kira ist der Vize-Captain der dritten Kompanie, die von Rojiro und davor von Gin angeführt wurde. Isorus Schwert Wabisuki hat die Fähigkeit in seinem Shikai, was er mit Omote o Agero freisetzt, das Gewicht von etwas zu erhöhen. Im Soul Society Arc hat er zum Beispiel dieses Rangikui Schwert 108 Kilogramm schwer gemacht. Mit jedem Schlagabtausch verdoppelt sich das Gewicht des Gegners. Im Aranka Arc konnte er Abirama ziemlich leicht besiegen. Isoru ist erstmal weggelaufen, damit Abirama ihn angreift. Der Rest war zu easy. Im 1000er Blood War Arc wurde er ziemlich schnell besiegt, aber er kam als Zombie ganz am Ende wieder und rettete alle vor Rijobarus Klone. Isoru ränkisch über Sasakibe und Omaeda, weil er Rijes Vogelform verletzen konnte. Rije hat gestatet, dass er in seiner Vogelform ganz Soul Society zerstören will mit seinen vielen Explosionen. Da Rije zur Schutzstaffel gehört, sollte er auch seine schwache Form über Charaktere wie Driscoll Berchi scalen, derjenige, der Sasakibe geone-shottet hat. Isane Kotetsu. Isane war die Vize der vierten Einheit unter Retsu Onohana. Die vierte Einheit im Bleach ist für die Heilung zuständig, weshalb sie keine nennenswerte Kämpfe gewonnen hat. Sie war auch einer derjenigen, die von Ichigo ohne Zanpakutō besiegt worden ist. Isane hat ihr Rampenlicht im Soul Society Arc, da hat sie mit dem 58. Kido der Personenorte Eisen aufgespürt. Direkt danach hat sie mit den Tentai Kura jeden in der Serie Tei über Eisen gewarnt. Ihr Zanpakutō Itegumo wird mit Hashire ins Shikai freigesetzt. Was es für Fähigkeiten hat, wissen wir leider nichts. Momo Hinamori. Momo ist die Vize der fünften Einheit, früher unter Eisen, jetzt unter Shinji. Momo musste im Bleach echt viel durchmachen, die Arme. Die ganzen Manipulationen durch Eisen und dann wurde sie aus Versehen von den Captains umgebracht, weil Eisen sie getäuscht hat. Momo ist eine Meisterin von Kido, das ist ihre Stärke. Das sah man gut im Aranka Arc, wo sie die meiste Screentime bekommen hat. In Kapitel 334 rettete sie Rankiku mit ihrem Schwert Tobiime in ihrem Shikai, was mit Hajiki freigesetzt wird und konnte dabei Apache verletzen. Tobiime kann Explosionen kreieren. Mit ihren Kido-Kenntnissen sperrte sie dann die Fraktion von Halibel in ein Kido-Netz ein und benutzte dann Tobiime, um sie alle hochzujagen. Das verletzte die drei sehr, weshalb sie ins Resurrection gehen mussten, um sich wieder zu heilen. Momo allein hat drei Aranka in Resurrection gezwungen, das ist schon bemerkenswert. Im 1000er Blood War Arc hat sie ein paar der Soldaten von Yuwach weggebombt und hat zusammen mit Hirako gegen BSB gekämpft. Ihr Kampf fand off-panel statt, weil Ichigo danach kam und die Queen Seagulls auseinandergenommen hat. Momo sollte über Rangiku skillen, weil sie mehr Aranka besiegt hat. Ihre Kombination mit Kido und ihr Schwert wird ihr bestimmt zusetzen.
Renji Abarai ist der Vize der 6. Kompanie unter Byakuya. Mit ihm haben wir das erste Powerhouse. Im 1000er Blood War Arc wurde er beim ersten Angriff von Mask the Masculine komplett hops genommen. Doch er war einer der glücklichen Kandidaten, die das Soul King Training vollziehen durften. Im Soul King Palace herrscht eine höhere Reazu-Dichte, weshalb das Training da einen übertrieben stark macht. Das ist circa so, als ob man in den Bergen joggen geht. Dadurch, dass die Luft so dünn ist, entwickelt man nach einer Zeit eine bessere Kondition, weil der Körper lernt, mit weniger Sauerstoff umzugehen. Beim zweiten Angriff konnte er denselben Mask the Masculine mit seinem Bankai Soho Sabimaru Hyu Orochi Soho Sabimaru Sagatepo besiegen. Mask hat wohl bemerkt mehrere Captains und Vize-Captains total zerstört, darunter auch Beisat-Legenden wie Kensei und Rojuro. Renji ist ein Vize-Captain mit der Stärke eines Captains. Das Soul King Training hat ihn ohne jeden Zweifel zu neuen Höhen verholfen. Tetsu Simon Iba ist der Vize der 7. Einheit unter Sajin Komamura. Im Aranka-Arc hat er eines der Säulen, die den Schutz der Menschheit dienen, stabilisiert. Später wurde er dann von Iron Gaman handelt. Im 1000-Year-Blood-War-Arc hatte er keine Kämpfe, aber er hatte einen emotionalen Moment mit Komamura. Nachdem Sajin sein Leben geopfert hat mit seinem Bankai Kakujo Tengen Mio Dangaijo, hat er sich in einen Fuchs verwandelt und war am Boden. Iba hat ihn aber aufgehoben und hat sich zusammen mit ihm auf den Weg zu Yuwach gemacht, um ihn zu besiegen. Im Soul Society Arc hat er gegen Ikaku gekämpft. Währenddessen haben sie kurz Pause gemacht, um Sake zu trinken und haben dann brav weitergekämpft. Iba ranke ich über Omaida, alleine weil er mit Ikaku mithalten konnte und Ikaku ihn ziemlich respektiert. Iba ist ein Allrounder, er kann alles, Kido, Hakuda, Shunpo und Zanpakuto. Ein solider Kämpfer. Sein Shikai-Ausruf und Fähigkeiten sind unbekannt, aber dafür wissen wir, wie sein Shikai aussieht. Lisa Yadomaru. Lisa war vor 100 Jahren die Vize der 8. Kompanie unter Shunsui. Lisa ist ein Weisat. Im Zuge von Ichigos Training hat sie als erstes gegen ihn gekämpft und musste zugeben, dass Ichigo zu stark ist. Lisa ist eine kultivierte Frau, sie erfreut sich gerne an erwachsenen Heftchen. Im Aranka-Arc hat Lisa zusammen mit Hiyori Hitsugaya gegen Halibel im Kampf geholfen. Sie machten einen Dreierangriff, wo Lisa ihre Holo-Maske und Shikai nutzte. Ihr Zanpakuto Haguro Tombo setzte sie mit Tsubuse frei. Den Angriff hat Halibel aber überlebt. Im 1000er Blood War Arc hatte sie keine Chance gegen Jirat. Lisa hat durch ihre Holo-Maske einen weiteren Powerboost, den sie auf ihren Shikai draufpacken kann. Deshalb ranke ich sie über die anderen, weil sie einen unfairen Vorteil hat. Für Renji reicht es natürlich nicht. Ich weiß, dass Nanoe ist ja eigentlich die Vize der 8. Einheit war, aber da habe ich einen Fehler gemacht. Ich werde sie trotzdem ranken. Nanoe Issei hat so gut wie keine Kämpfe gemacht in Bleach, aber in 1000er Blood War Arc konnte sie gegen Yugram Hashrat eine Kido-Wand aufstellen, die er nicht so einfach durchdringen konnte. Ich würde sie an dieser Stelle an den letzten Platz stellen, weil sie nicht mal ein Zanpakuto hat. Mit Kido allein wird sie nicht ganz weit kommen bei den anderen. Ihr Götterschwert Shinken Hakyoken ist nur effektiv gegen Götter. Da die anderen in dieser Liste keine Götter sind, wird auch ihr Zanpakuto leider nichts bringen. Kommen wir zu Shuhei Hisagi und Mashiro Kuna, die Vize-Captains der 9. Kompanie, angeführt von Ken. Ein interessanter Fakt über Shuhei ist, dass er im Turnback der Pendulum Arc von Kensei gerettet wurde, was auch der Grund war, warum er der 9. Kompanie beigetreten ist, die aber dann schon Trosten anführte. Auch hat er sich genau wie Kensei die 69 tätowieren lassen. Im Aranka Arc hat Hisagi Findo besiegt im Kampf um die Säulen. Laut Yamamoto ist er mit den anderen drei ein formidabler Kämpfer, was aus Babamotos Mund Gold wert ist. Sein Zanpakuto heißt Kaseshini. Mit seinem Shikai, was er mit Kare freisetzt, hat er Findo dann besiegt. Hisagi wird irgendwie immer zusammengeschlagen. Als er Hinamori und Rangiku zur Hilfe eilen wollte, wurde er von Aion besiegt. Er wurde auch von Trosten hops genommen, war aber dann für seinen Gnadenstoß zuständig, das muss man ihn lassen. In 1000er Blood War Arc wurde er von Driscoll, Masculine Masculine und Pepe Vakabrata besiegt. Als er von Pepes Liebesfallen getroffen wurde, konnte er etwas Bezug gegen Kuchiki Byakuya mithalten. Aber Byakuya wollte ihn eh nicht töten, von daher ist der Feat nicht allzu krass. Shuhei ranke ich über Momo, weil er wenigstens im 1000er Blood War Arc verprügelt wurde und überlebt hat. Das ist auch ein Feat. Achtung, Novel-Spoiler. In der Can't Feel Your Own World Novel kam sein übermächtiges Bankai vor, aber darum geht es heute nicht. Wenn ihr euch für sein Bankai interessiert, dann guckt euch mein Bankai-Video an. Mashiro Kuno ist übertrieben stark. Sie kann von allen Weisat am längsten die Maske anbehalten und das sind stolze 15 Stunden.
Sie konnte Hohler one-shotten, derjenige, der Yamamotos Yokaku Enjo ausgelöscht hat. Danach hat sie Wonder Vice hops genommen. Da aber Wonder Vice Fähigkeiten annullieren kann, hat sie im Endeffekt verloren. Wonder Vice ist auch derjenige, der den Diener von Mimihagisama namens Ukitake gewone-shottet hat. Mashiro ranke ich ganz klar über jeden außer Renji. Dass sie kontinuierlich in der Holofizierung bleiben kann, macht sie überaus stark. Das ist so, als würde man 24/7 im Bank herumlaufen, ohne aus der Puste zu gehen. Wenn Mashiro noch lernen würde, wie man mit einem Zapakto kämpft, wäre sie noch stärker. Da in der 9. Kompanie zwei Vize-Captains sind, nennt Mashiro sich den Super-Vize-Captain, um sich über Hisagi zu stellen. Auch nennt sie Ichigo Berry. Rangiku Matsumoto. Rangiku ist die Vize der 10. Einheit unter Toshiro Hitsugaya. Ihr Zanpakuto Haineko kann sich in Asche verwandeln im Shikai, was sie mit Onari freisetzt. Im Kampf gegen Isoru hat es ihr sehr geholfen. Ihr Schwert war ja 108 Kilo schwer. Im Shikai hat sich dieses Problem gelöst und sie hat Isoru besiegt. Das war schon ziemlich ironisch. Vorher hat Isoru mäßig damit angegeben, dass sie seine Fähigkeiten nicht kennt und sie deshalb jetzt nicht mehr ihr Schwert führen kann, weil es zu schwer geworden ist. Dabei ist Matsumoto von den Fähigkeiten her Isurus Todfeind. Immer Rank A konnte sie Nakim besiegen, nachdem das Gentai Kaiju aufgehoben wurde, was sie alle 5-mal schwächer gemacht hat. Gegen die Aranka Girls hat sie maximal gestruggelt, als sie Aion beschworen haben. Ihre Körperhälfte wurde einfach weggefetzt. An dem Tag habe ich gelernt, dass Bleach-Charaktere viel aushalten, denn sie hat das überlebt. Im 1000er Blood War Arc kämpfte sie zusammen mit Toshiro gegen BSB. Der Kampf wurde aber unterbrochen von Chengdu. Sie haben aber eh schon verloren gehabt. Matsumoto rank ich über Iba, weil sie Kämpfe gegen Steinritter hatte und überlebt hat. Ikkaku Madarame ist der Vize der 11. Kompanie unter Saraki Kenpachi. Ikkaku, der verrückte Hund und bester Freund von Eisensama, gehört auch zur Wundergeneration, die von Yamamoto angepriesen wurde. Er ist der stärkste von ihnen. Das entnimmt mich dem Statement von Hisagi. Als Ikkaku von Po besiegt wurde, wollte Yumichika ihm zu Hilfe eilen. Hisagi hielt ihn aber auf und sagte, dass er keinen besiegen kann, der sogar Ikkaku besiegen kann. Deshalb gehe ich davon aus, dass er der stärkste von ihnen ist. Aber auch in Folge 119 meinte Renji, dass Ikkaku der stärkste ist. Es ist eigentlich offensichtlich, dass Ikkaku der stärkste von ihnen ist, weil er als einziger von ihnen zu dem Zeitpunkt das Bankai erreicht hat. Sein Bankai! Ryomon Hosagiwara! Muss erst aufgeladen werden durch Schlagabtausche mit dem Gegner. Wenn es fertig aufgeladen ist, kann es sehr viel Schaden anrichten. So hat er Edrat nach einem langen Kampf besiegt. Ikkaku ist der einzige, der in Karakura-Traum mit dem Gentai Kaiju gegen einen Aranka gewonnen hat. Das heißt, er war in diesem Kampf sogar geschwächt. Bei Ikkaku vs. Lisa wird es knifflig. Wenn Ikkaku es schafft, Lisa aus der Holofizierung zu kicken und dann ins Bankai geht, sollte er sie besiegen können. Sie kann eh nicht allzu lange in der Holofizierung bleiben. Wir alle wissen, wie zäh Ikkaku Madarame aus der 11. Kompanie ist. Er sollte Lisa besiegen können. An dieser Stelle Shoutout an Kelvin. Akon. Akon ist der Vize der 12. Kompanie unter Mairi Kurosuchi. Akon ist für den Technikkram in der Soul Society zuständig. Im 1000er Blood War Arc sah man, dass er einen erbitterten Kampf gegen den Sternritter Chase Domino hatte, den er verlor. Aber alleine, dass er davon nicht gestorben ist, sollte ihn zumindest über Isanes gehen. Im Hell Arc hat man mehr von ihm gesehen, darum geht es aber heute nicht. Wenn ihr mehr über den Hell Arc wissen wollt, dann checkt mein Video dazu ab. Rukia Kuchiki. Unsere Frau war die Vize der 13. Kompanie. Diese wurde angeführt von Yushiro Okitake, der leider verstorben ist. Auch Rukia hat genau wie Renji das Soul King Training hinter sich und konnte S-Not mit dem absoluten Nullpunkt sehr stark verletzen. Die kälteste Temperatur im Universum. Das sind minus 273,15 Grad. Die Temperatur, wo sich kein einziges Molekül mehr bewegt. S-Not ist derjenige gewesen, der Byakuya komplett zerstört hat. Dass Rukia nur mit ihrem Shikai Sodeno Shirayuki S-Not besiegen konnte, spricht Bände, wie stark sie geworden ist. S-Not kam aber wieder zurück und dann ging sie ins Bankai. Hakkanatogame und durchbrach die physikalischen Gesetze. Theoretisch kann man nicht unter den Nullpunkt gehen, aber genau das hat Rukia getan und hat S-Not besiegt. Soul King Rukia vs. Soul King Renji ist schon eine sehr spannende Frage. Wenn man nach Feeds geht, sollte das Renji gewinnen, weil er Mask besiegt hat und der hat wie eben gesagt viele Captains und Vize-Captains auf den Gewissen. Renji hat ihn einfach overpowered. Ich würde sagen, dass Renji stärker als Rukia ist, aber sie safe mit ihm mithalten kann. Und das reicht schon, damit Rukia gewinnt. Wie gesagt, hat auch sie das Soul King Training hinter sich. Wenn sie einmal ins Bankai geht, war's das für Renji. Er hat keine krassen regenerativen Fähigkeiten. Charaktere wie Ichigo würden einfach ihr Bankai mit Reaz overpowern, aber bei Renji geht das nicht. Wenn zwei Charaktere ungefähr gleich stark sind, gewinnt derjenige mit den besseren Hacks. Und das ist unsere Queen Rukia.
Jo, das war's mit dem Video. Stimmt ihr mir zu? Wie sieht eure Top-Liste aus? Ihr könnt auch nur eure Top 3 schreiben. Schreibt es in die Kommentare. Bleach kommt bald zurück und wir bleiben gehypt. Ich habe die Danke-Funktion jetzt freigeschaltet. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir was spenden. Euer Kommentar wird dann automatisch in den Kommentaren hervorgehoben mit dem Betrag, den ihr gespendet habt. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr für Videos sehen wollt. Lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da, das supportet den Channel sehr. Folgt mir auf Patreon oder werdet YouTube-Mitglied, da gibt es extra Content für euch. Ihr könnt mir auch auf PayPal spenden, das supportet den Channel sehr. Tritt mein Discord bei, folgt mir auf Instagram, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Alle Links sind in der Beschreibung. Wir sehen uns. Jane.